Diesen Bericht präsentiert euch Autohaus Strasser in St. Gertraudi mit den Modellen von VW, Seat, Cupra. MotoTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Der Motorsporttag in Seefeld 2024 und wir freuen uns zum 12. Mal diese Veranstaltung für euch zu präsentieren. Unter Schirmherrschaft des Präsidenten Alexander Bachenski gibt es heuer 60 wunderschöne Fahrzeuge hier zu besichtigen. Und in wenigen Minuten gibt es das Briefing und dann anschließend den Start in Richtung Kütei, Ötztal, Gletscher und wieder retour hier in das Leutascher Gebiet. Und dann gibt es hier um circa 15, 16 Uhr die Zieldurchfahrt hier wieder in Seefeld. Und wir freuen uns jetzt schon auf den Start der wunderschönen Fahrzeuge, Sportwagen, Oldtimer, alles ist hier vertreten bei den Motorsporttagen in Seefeld. Ja, und wie angekündigt jetzt von unserem Michael, unser Doc, wie er genannt wird, hier in Seefeld mit seinem wunderschönen GT3 Frech. Du bist immer dabei, du warst Gründungsmitglied und jetzt gibt es den Club schon über 50 Jahre. Ja, es ist eine sehr, sehr lange Zeit und wir haben immer eine wunderbare Veranstaltung gemacht und ja, einen guten Zusammenhalt, es ist ein super Club. Die 12. Veranstaltung jetzt mit den Motorsporttagen und man sieht, also es ist gefragt, die Leute sind ganz heiß drauf, jetzt den heutigen Tag hier mitzuerleben. Ja, mit den Motorsporttagen, die haben wir jetzt gut aufgebaut, es sind jedes Jahr mehr Teilnehmer und eine bunte Palette von Autos, das ist ja schon wunderbar. In wenigen Minuten geht es los hier bei den Motorsporttagen in Seefeld 2024 und unser Präsidenten, den haben wir jetzt gerade bei der Besprechung mit dem Piloten und jetzt haben wir gerade eine Minute Pause und der ganze Vorstand ist hier mit dabei von Seefeld, vom Autosportclub und es wird jetzt spannend. Peter, du bist auch schon ewig lang dabei. Wie siehst du heute die Veranstaltung bei tadellosem Wetter? Der Herrgott schaut das vom Zauber. So ein Traumwetter, wie wir heute haben, das ist ein Riesenglück, weil die Wettervorhersage ist nicht so rosig. Aber wir bringen die zwei Tage durch. Also Otti, die ganze Woche aufgegessen, dass heute so ein Wetter ist. Ja, wir sind alle brav gewesen. Wir hoffen, dass das passt. Wir fahren ja auf 2600 Meter Höhe rauf und da wäre es noch super, wenn wir einen blauen Himmel hätten und den Schnee im Vordergrund. Für die Teilnehmer sicher ein Highlight bei der Veranstaltung. Und durch das Highlight führt uns der Michael. Michael, und wir haben heute einen Markenbotschafter bei uns hier, den Christian Tanner. Was kannst du dazu sagen? Ja, wir sind natürlich sehr stolz, dass wir jedes Jahr so eine Persönlichkeit bekommen. Der Autosport Seefeld ist groß geworden mit der Raika-Rallye, mit Walter Röhrl und mit Christian Tanner in der Formel 1. Und dass sich das widerspiegelt, sind wir sehr, sehr stolz und glücklich. Ja, das können wir sein. Toller Club, der Autosportclub Seefeld. Ja, und das, was ja ganz toll ist, wir haben viele junge Leute da. Wie lange bist du schon im Club? Ich bin jetzt sicher seit 5 Jahren schon dabei und macht einen Riesenspaß. Und wie gefällt es dir? Mir gefällt es sehr gut, ja. Ich bin auch schon Zeiten dabei. Ja. Ja, die Jungen, was ist die Ambition, dass man bei so einem Club dabei ist? Wow, vor allem die Motorsporttage, das ist ein Event, auf das man jedes Jahr immer wieder hofft, dabei sein zu können. Wir haben extrem seltene Oldtimer bis Supersportwagen aus der Neuzeit. Es sind unglaubliche Sachen da und jeder, der in dem Bereich Autosport sich da interessiert, ist klar wie super aufgekommen an den heutigen Tag. Ja, das macht Freude, bei so einem wunderschönen Wetter heute die Autos starten zu sehen. Natürlich, das ist ja ein Highlight im Jahr und jeder freut sich im Prinzip darauf, jeder fiebert auf das hin eigentlich und jeder ist mit Engagement dabei eigentlich, dass diese Veranstaltung auch für die ganzen Teilnehmer was Besonderes ist danach. So soll es sein und wir freuen uns jetzt wirklich, denn in wenigen Minuten geht der Start los und dann sind sie im Einsatz. Der Vorstand vom Autosport Seefeld und wir freuen uns jetzt auf ein tolles Rennen hier, denn es ist nicht ein Motorsporttag im herkömmlichen Sinne, sondern wir bestreiten auch einen Wettbewerb. Und jetzt geht es, wie gesagt, in wenigen Minuten los und wir lassen jetzt den Vorstand wieder weiterarbeiten. Danke vielmals. Wie es dem Präsidenten gehört, jemand muss natürlich den Club vorstellen, die Verantwortung übernehmen, die Arbeit übernehmen, 50 Männer führen und das Foto sei ihm vergönnt. Lieber Alex, danke vielmals. Alex, komm her, in wenigen Minuten geht's los. Du hast jetzt gerade die Teambesprechung gemacht für die Pilotinnen und Piloten. Und was hast du ihnen alles erzählt? Das dauert zu lang. Ja. Nein, ich bin ganz froh, dass wir heute bei so einem Wetter, bitte, ja, so viel Glück muss man haben, diese Veranstaltung machen können. Sie finden zum 12. Mal statt und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft wieder
starten können mit so vielen schönen Bullen. Wir werden nächstes Jahr das Ganze noch ein wenig ausbauen und ich hoffe, dass wir das noch viele Jahre machen können. Ja, das hoffen wir natürlich auch, denn das ist ein Pflichttermin hier in Seefeld. Wie gesagt, über 52 Jahren gibt es hier schon Veranstaltungen. Und das der Blumenkoster früher war, die Rallyes waren, Autoslalom und jetzt die Motorsporttage. Alex, tolle Fahrzeuge. Zwei nette Kriegers haben wir da. Bei der Formel 1 haben wir sie nicht, aber in Seefeld haben wir sie. So soll es sein. Ja. Danke vielmals.
Diesen Bericht präsentierte euch das Autohaus Strasser in St. Gertraudi.